Hallo und guten Tag zu Hause. Ich zeige Ihnen heute, wie man perfekt tut. Oh nein! Es ist auf dieser Map so leicht, einfach mal hohe Killstreaks durchzubekommen. Vor allem bei schlechten Spielern. Weil die selbst einfach mal. So wie dich? Ja, ich meine, gegen schlechte Spieler. Was? Dass das kein First Blood war, wirklich. Lol, an der Komponenten? Ja, ist mega. Soll ihn lassen doch kommen dann. Okay. Ich bin ja so, wo ich jetzt hier gerade bin, das ist wirklich die perfekteste Position zum Tuben. Weil ich einfach mal nichts töten kann. Außer vielleicht irgendwelche schlauen Leute, die ich mit einer Sentex behelligen. Aber dazu müssen sie erstmal kommen. What the fuck, wieso kann er durch Wände messern? Der schafft durch die Wand. Alter. Ja, das geht natürlich nur klar, wenn ich auch mal irgendwann Leute vorbeikommen und das obwohl ich weißt du, circa ein Drittel der ganzen Map einsehen kann. Jetzt laufe ich mit Shotgun nochmal. Jetzt ich Spaß. Oh. Das sind einfach alle Spaß. Ja, wieso wird man Schuss nicht. Leute müssen leiden. Oh, ja! Das war grad Mist, das waren zu viele Leute auf einmal. Das ist wahrscheinlich auch nichts? Ja, wird nichts. Warte. Das war mal Epic Fail. So, und gleich wieder hin zur Position. Meistens geht das eigentlich ganz gut klar. Oh, wer war das so schlau? Er hat gerade, glaube ich, die Sentex vor sich auf den Boden geworfen. Die einfach hier mit ihm reinlaufen, geachtet hat, kippen und draufhalten, dann regt das auch. Ja, was wollen sie machen, Alter? Sie müssen ja sowas auffahren gegen mich. Ah, scheiße. Da rennt halt hinten wieder in den Claymore rein. Wo er jetzt herkam, ich habe keine Ahnung. Ach so, ja. Die paar Sekunden, die ich da mal gerade nicht hingeguckt habe, kommt er halt gleich. Warum nicht? Schön, da wurde die beide niedergeknatzt. Ja. Das war eigentlich mehr Glück. Aber was soll's, tot ist tot. Oh, wie lange er da schon gestanden haben muss. Der Typ hinter mir war richtig was? Richtig gut. Next. Ich bin hier unten drin, ne? Ach, chillig. Aber, ja, oh man, die richtige Gefahr kommt immer von oben. Das ist eigentlich das einzig Gefährliche. Entweder wenn sie da wirklich zu fünft oder höher rushen. Oder wenn einer von der anderen Seite kommt, wenn du da gerade nicht hinguckst. Junge, Junge. Lol. Oh, hast du mich erschrocken? Hast du mich erschrocken gerade? Ich? Nee. Jawoll. Nein, nein, nein. Oh, Mann! Scheiß! Ah, was soll's. Ich meine, ich hab ganz gutes Death. Dafür, dass ich getubt habe, waren sie sogar noch ziemlich schlecht. Ah, Chopper habe ich nur nicht durchbekommen, aber das ist einfach nur Unglück. Ah, machen wir so ein Tuber, richtig schön. Naja, Hauste, das war ein schönes Tuber-Tutorial. Knack.